Hey und willkommen zu einer neuen Folge von Stronghold Crusader HD. Wieso starte ich mitten in einem Spiel? Was geht ab? Ah. Ich habe die Mission 38 angefangen mit dreimal Saladin. Die haben jeweils 20.000, ich habe 7.000. Und ja, gut, die waren dann hier verteilt. Hier war einer. Und hier war eine. Und der letzte ist hier, zu dem komme ich gleich. Naja, was soll ich sagen? Ich habe erst hier mit einer schönen Taktik mich verteidigt. Ich habe hier nämlich Gräben gezogen, hier Wände gebaut und habe hier überhaupt nicht verteidigt. Habe hier den die ganze Zeit mit Katapulten beschossen und habe ihn dann einfach überwältigt. Während die anderen beiden mich hier angegriffen haben und hier haben meine Gräben weggegraben. Also, aber ich war sicher. Als der tot war, habe ich mich dann nach und nach hier aufgebaut, habe jetzt eine ultra krasse Verteidigung, habe den dann irgendwann weggeklatscht und jetzt habe ich den so weit runterrasiert, dass der an sich nichts mehr hat. Habe mich dann zurückgezogen, weil er ist ja immerhin Saladin der Gütige, also dachte ich mir, komm, lasse ich dem ein bisschen Freiraum. Der hat sich dann auch wieder erholt, aber das Witzige ist, er baut keinen Markt mehr. Das bedeutet, er wächst, aber wie man hier schon so schön sieht, ist sein ganzes Vorratslager mit Eisen voll und das kann er einfach nicht verkaufen. Also geht's ihm irgendwann wieder richtig scheiße. Und ich habe das jetzt schon zweimal gemacht, mich zurückgezogen und er hat einfach keinen Markt gebaut, warum auch immer. Wahrscheinlich hat er hier einfach keinen Platz. Ja, jetzt ist er so weit runtergerusht, dass er so gut wie tot ist. Hat kein Geld, hat keine Beliebtheit und ich könnte ihn einfach überrennen. Aber was mache ich stattdessen? Ich chill mein Leben, habe hier fast 100.000 Gold. Und ja, das ist, glaube ich, mein nächstes Ziel, 100.000 Gold zu erreichen. Das habe ich noch nie geschafft, beziehungsweise... Oh, ich habe es geschafft. Das ging jetzt zu schnell. Das habe ich noch nie geschafft, beziehungsweise da habe ich mir noch nie die Zeit gegönnt, das zu schaffen. Jetzt habe ich einfach 100.000. Alter Schwede. Ich könnte noch warten, also mit dieser Konstellation könnte ich warten, bis ich 1 Million zusammen habe. Vor allem, das wird ja hier immer kleiner, die Zahlen. Das ist ja voll cool. Jetzt würde mich nur interessieren, stehen die dann ganz mini da, dass man sie gar nicht mehr lesen kann, oder stehen die hier über das Buch hinaus, wenn man jetzt zum Beispiel 1 Million hat? Oder 10 Millionen, wer weiß. Ein paar Sekunden später. Bis ich 1 Million erreiche, das ist mir echt viel zu lange warten. Deswegen mache ich jetzt hier so ein paar Sachen, wie zum Beispiel das hier. So Tunnelgräber, die habe ich noch nie gezeigt. Und was gibt's denn noch, was ich noch nie gezeigt habe? Diese Leiterträger. Sehr wohl, Sire. Und ich könnte auch noch ein paar Ställe hinstellen. Hier. Die Ställe sind für 4 Pferde. Und die tauchen nach und nach auf. Aber wenn man die einmal verwendet hat, also für hier so einen Typen, dann sind die einfach weg. Dann kann man den Stall abreißen und fertig. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum man den Stall stehen lassen sollte. Vielleicht, wenn man die wieder auflöst, aber wer löst seine Soldaten auf? Weil die regenerieren sich hier einfach nicht. Gut, dann, was gibt's denn noch Schönes? Hier, ein Pechkessel könnte ich noch zeigen, weil ich nehme an, das ist eine der... Pechkessel wird besetzt! Dann kaufe ich noch ein bisschen Pech. Ich nehme halt an, es ist eine der letzten Folgen hier von Stronghold, weil ich habe alles gezeigt, was man zeigen könnte. Vielleicht mache ich noch eine für das letzte, allerletzte Level des Kreuzzuges. Aber vielleicht ist das einfach zu stressig oder ich bekomme es einfach nicht hin. Mal sehen, mal abwarten. Jetzt erstmal schauen, was dieser Pechkessel so macht. Ja, ich weiß es. Persönlich weiß ich es schon, aber ich will es einfach nochmal im Video zeigen. Da krabbelt er rein. Oh, guck mal, wie das blubbert. Oh, ich will's sehen. Guck mal, da läuft er. Mit so einem Pechding. Krabbel da rein. Schüttet das da rein. Aha. Oh, wie cool. Euch würde ich mal gerne hier irgendwo hinstellen, wo ihr das auskippen könnt. Heiß wie die Hölle.
Dann lauf du mal zu ihm. Ich habe mich verbrannt. Und während ich warte, bis du dort bist, hole ich euch hierher und gucke mal, was ihr so drauf habt. Und dann könnte ich doch auch euch Leiterträger dorthin schicken, oder? Ja, könnte ich. Hier. Greift die Welle an. Hä? Warum können die sich um das Vorratslager drumherum stellen? Leiter nach oben! Seid ihr doof oder so? Ach, die sind schon da. Die sind ja ultra schnell, die Tunnelbauer. Ja, dann würde ich sagen, hier Tunnel bauen und Tunnel bauen. Hier. Reißt ihm die ganze Bude ein. Und ab ins Loch. Ab ins Dunkel. Und ab ins Dunkel. Und ab ins Loch. Ja, wie cool. Die haben sich gegenseitig getötet, oder was? Die graben sich bis an die Wand und lassen dann ihren Tunnel einfallen. Dann sind die leider tot. Also sprich, der Tunnel ist weg, aber... sie machen eigentlich gut Schaden. Schon wieder ein Graben? Was hat denn der Bade gemacht? Hat er meine Soldaten betanzt oder so? Hier. So schnell ich kann, Sire. Die können nicht angreifen, was? Seltsam, dass die nicht angreifen können. So, und du? Gehst jetzt hierher? Kannst du den angreifen? Nein. Du hast noch nicht mal die Animation. Und ich kann auswählen, in welche Richtung der schüttet. So ein Pech aber auch. Was wünscht ihr? Ui, der hat viel Schaden bekommen. Guck, der betanzt meine Soldaten. Tralalalalala, tralala, tralala, tralalalalala, tralalala. Wie bitte? Der fügt Schaden zu? Betanzt er die so lange, bis die denken, oh, das war so schlecht, ich muss umkippen, pep. Alter, hä? Der Clown, der Bade, wie auch immer, macht Schaden. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Der bringt meine ganzen Soldaten um. Kaum nimmt man mal was auf, lernt man auch dazu. Wie cool. Unser Werkzeug ist... Wann kommst du wieder? Der ist jetzt wirklich... Die laufen zurück an dieselbe Stelle. Wie cool ist denn das? Ich ziehe mich mal kurz zurück und schau mal, wie der sich regeneriert. So, jetzt schauen wir ihm einfach mal zu. Was ist seine erste Handlung? Naja, Holzfäller zu rekrutieren und dann alles wieder nach und nach aufzubauen, würde ich mal so meinen. KIs können sich echt gut selbst ins Ausschießen, habe ich schon öfter miterlebt. Was ich noch so zeigen könnte, rein theoretisch wäre, Burggraben habe ich an sich schon gezeigt. Man kann auch Hundezwinger hinsetzen, Pechgraben oder Mordlöcher. Aber die sind jetzt auch nicht sehr spektakulär. Vor allem, die kann man nur zeigen, wenn man selbst angegriffen wird. Und bevor ich nochmal angegriffen werde, glaube ich, bin ich eine verschrumpelte alte Leiche. 140.000. Das ist einfach nur cool, was ich mir davon alles kaufen könnte. Ja, und wie man sieht, er regeneriert sich, aber irgendwie baut er keinen Verkaufsstand. Dass er keine Farm mehr baut, ist ja irgendwie klar. Ich habe ja alles zugepflastert, habe vorher alles seine kaputt gemacht und habe jetzt alles von mir dahingesetzt. Aber eigentlich müsste er sich ja durch einen Markt, den er mit diesem Holz bauen könnte, Sachen kaufen können. Zwar sich zugrunde richten vom Geld her, aber irgendwie macht er da gar nichts. Oh, jetzt hat er die Tore gebaut und jetzt auf einmal baut er Häuschen. Aber er hat keine Leute mehr, also wird das ihm nicht viel bringen. Angeblich hat er noch 10 Soldaten, aber wie man vorhin gesehen hat, ist seine komplette Burg im Eimer gewesen. Wo sollen diese 10 Soldaten noch sein? Oder ist das einfach nur ein Anzeigefehler? Kann mir das mal einer sagen? Ich überrenne ihn jetzt einfach. Jetzt setze ich ihn etwas unter Druck und schau mal, wie er da drauf reagiert. Ob er dann was macht. Das wohl. Er hat seine Tore weggemacht. Er reißt alles ab, um noch ein paar Holzfäller zu bekommen. Super Idee. Auf einmal baut er alles hin hier. Uiuiui. Sehr interessant, diese Entwicklung. Aber ja, komm. Ich bereite dir jetzt ein Ende.
Eine Nachricht von Saladin. Ihr seid mächtig in der Schlacht. Und auch seid ihr auch gerecht. Ich hätte fast 150.000. Ich habe insgesamt 200.000 Gold gehabt. Verbraten, wie auch immer. Gut, das war's dann mit dieser Folge. Vielleicht sieht man sich ja nochmal in einer neuen Folge von Stronghold Crusader. Ich war im Jahr 2001, jetzt im Ernst?